Good morning. Wieder in Deutschland im Regen. So, wow. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, so in Access haben wir ein neues, sehr spannendes Tool, und zwar Strukturen und vor allem die moralischen Strukturen. Und ihr habt es vielleicht mitgekriegt, ich habe ja gerade die nächsten 100 Tage gestartet mit dem Wie man Geld wird Buch, mit dem fortgeschrittenen Buch. Und da war gestern eine Frage in, ich weiß nicht genau, was die Frage, auf jeden Fall sind wir drauf gekommen, so ganz viele Leute verwenden dieses Mann, ja, man macht es so. Man muss sich dafür bewerten. Na, da ist ganz viel, und auch heute Morgen war so dieses, wie oft erlaubst du dir nicht zu wissen, was für dich wahr ist, weil du dann, ne, aus moralisch richtig dich dafür bewerten musst oder zu Ablenkungsimplantaten gehen musst, warum du das gemacht hast. Ich weiß, ich rede ein bisschen wie, ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. So, wo ist in deiner Welt dieses, man macht es so, das macht man so. Wir alle machen das. Also, wie sehr ist dieses Mann für dich ein moralischer Kompass? Wo du richtig bist und nicht falsch. Was okay ist, was nicht okay ist. Was du wählen kannst, was du nicht wählen kannst. So, ich habe Dane eine Frage gestellt im SOP in Berlin, und dann hat er was gesagt. Und dann sagt er, ja, ich weiß, das ist Wahl. Und er sagte, nein, das weißt du nicht. Und ich so, hä? Und na, wenn du wirklich reinlässt, wenn jemand dann zu dir sagt, ohne sofort, und das ist das Nächste, na, wie so oft gehen die, wie oft gehen diese moralischen Mächte auf die Barrikaden und denken, na, und du verteidigst was, oder du vermeidest was, oder ne, vermeidest es reinzulassen, oder verteidigst deine Ansicht in etwas. Und ich so, okay, was meint er damit? Und ich so, wow, wenn du all diese moralischen Strukturen im Platz hast, dann hast du nicht wirklich Wahl. Dann kannst du nur dich, na, den guten Dingen entlanghangeln und die schlechten vermeiden. Anstatt, was du nur Dinge wählen kannst, die weder gut noch schlecht sind, sondern sich außerhalb dieses Bewertungsnetzes befinden. So, wie gesagt, in der Session gestern war das so, ich konnte wahrnehmen, als ob da eine ganze Bibliothek ist von Manns, ne? Was man macht, was man nicht macht. Was richtig ist, was falsch ist. Wie so eine Kollektion von Ansammlungen, von Ansichten. Nicht so, holy moly. Ja. Und dann gleichzeitig noch der Wettbewerb, ne, selber mehr zu haben als das Gegenüber. So, es ist interessant, dass dieses Live wohl bei keinem gesehen wird. Wie wird's noch besser? Ist nicht algorithmenkonform, how does it get better? Also nochmal. Wo verwendest du Mann? Und frag dich wirklich, wenn du Lust hast. Na, natürlich nur, bist du neugierig genug, dir auf die Schliche zu kommen, wo du permanent und wieder Bewertung wählst, Bewertung über dich und deine Wahl und über dein Leben. So, wie viele von euch möchten ein gutes Leben haben? Wie viel Bewertung musst du haben, um zu wissen, was ein gutes Leben und was ein schlechtes Leben ist, und ob du es schon gut genug hast? Ach, da ist so viel. Also, überleg mal, ob ihr noch mal bitter dabei sein möchtet bei den 100 Tagen Fortgeschrittenes, wie man Geld wird Buch. Da ist jetzt schon so viel Geiles. Oh. Und vor allem merke ich, ne, dieses Buch scheint eins zu sein, dass man Mann, schau, ich höre mir selber zu, dass man Mann selber kaum durcharbeitet. Na, so wie moralische Strukturen gehen auf die Barrikaden, sodass du es selbst eben nicht dir erlaubst reinzulassen, was in dem fortgeschrittenen Wie man Geld wird Buch drin ist. So. Und gleichzeitig kreiert so viel Leichtigkeit, wenn du das alles reinlässt. So, und ich kann nur sagen, dass so eine geile Gruppe, die es reinlässt, ne? So, wenn das andere reinlassen, wie viel leichter wird es für dich, Neues reinzulassen. Also spür mal rein, ob das noch ein Beitrag für dich ist. Und ich werde eine Clearing Night, ich muss noch gucken, ob ich es ein Teil oder drei Teiler mache, die moralischen Strukturen auflösen. Diese Bibliothek, das macht man so. Und dir auch einfach bewusst machen, wo hast du es, in welchem Ausmaß und wo machst du dir gar nicht. Muss bei dir die Show Rant. So, also. All die moralischen Strukturen, die du als Kompass hast, wärst du bereit zu wissen, wenn sie dein Leben steuern und das Ruder übernehmen? Es ist schon praktisch, weißt du, wenn du nicht selber wählst, sondern dieser moralische Kompass oder diese moralische Struktur alles übernimmt, dann kannst du immer sagen, ja, ich war das ja nicht, das war ja, ne, irgendwas außerhalb von mir. Aber es ist dein Leben. So, mach dir bewusst, dass du was ganz anderes haben kannst.
Und hey, ich sage euch auch, mit keinem Wort sage ich, dass ich bei irgendeinem Ziel angekommen bin. Aber ich merke, wow, ne, wie ich so Kruste um Kruste um Kruste durchbreche von all den Unmöglichkeiten, die ich als wahr definiert habe. Ne, die ich mir gar nicht bewusst gemacht habe, wo das für mich die Show rennt. Ne, wenn du anfängst hinzuschauen, die Informationen reinzulassen, dann kommst du zu dem Punkt, wo du Wahl hast. Solange du tust, ach, trifft auf mich alles gar nicht zu, spuck, dann wirst, ne, werden diese Programme weiterhin dein Leben steuern. Die Frage ist, möchtest du so dein Leben haben? So, dann haben wir die zweite Kreation heute Morgen gestartet, wo ich auch denke, ja, Simone und ihr Chaos, ne? Ich war voll überzeugt, dass wir am 22. starten, nein, 21. mit der Erde kreieren. Und jetzt wird's laut, Facebook Live Phänomen. So, und ich merke, für mich ist es, ich liebe auch Abkürzungen, ja? So, wir haben gelernt, alles Mögliche zu durchdenken und figuring out haben. Aber wenn der Dale mir eins gezeigt hat im SOP, ich meine, das war eins von den Riesen-Ahas für mich, wie meine Realität einfach Raum ist. Raum wahrzunehmen, mit Räumen zu spielen, Raum einzuladen, Raum zu kreieren, aus Raum zu verwirklichen. Und da kannst du nirgends den Finger hinpointen und sagen, das ist es. Das Ding ist, beginnst du anzuerkennen, was wahr ist für dich, dann kannst du das zu deinem Vorteil verwenden, okay? So, und mir kommt vor, oder frag dich, möchte die Erde dir etwas schenken, mit dir gemeinsam kreieren? Ja oder nein? Und bist du neugierig genug, den Raum dafür zu öffnen? Und es sind 15 Tage, 77 Euro, also schau mal, um ein wievielfaches die Erde mehr Geld schenken möchte, mit deiner Wahl hier mit uns gemeinsam zu kreieren. Was ist da wirklich sonst noch möglich? Und wärst du auch bereit, dein Geld für die Erde zu investieren? Wie viel Bereitschaft hast du, dein Geld für all die möglichen Programme zu investieren, für deine ganzen Dinge, die dein Kopf dir sagt, aber was, wenn du wirklich deinen Körper inkludierst und die Erde in deine Wahlen? So, was ist da sonst noch möglich? So, und frag mal, möchte die Erde dich mit Geld beschenken? Ja, nein, fragst du danach. Und ein weiteres, das wir heute Morgen hatten, wo ich denke, oh mein Gott, wenn dir jemand was schenken möchte, empfängst du das? Oder machst du es dem Gegenüber nahezu unmöglich, dir beizutragen? Weil all diese moralischen Strukturen im Weg sind, das macht man nicht. Na, ich habe es gern gemacht, muss mir dafür nichts geben, das macht man nicht, das ist nicht okay. Na, diesen Fluss von Schenken und Empfangen, es ist viel besser, nur was zu geben, nicht was zu empfangen. Ich habe es doch gern gemacht, nein, hier ist mein Stopp. Und meinen Kindern sage ich auch gleich, hier ist ein Stopp. Anstatt, oh, wait a second, ich muss hier keinen Stopp machen, ich kann diese Wave, ne? Ich kann das empfangen. Wenn jemand anders mir was schenken möchte, empfange ich es auch. Was kann Neues entstehen, wenn wir wirklich diese Wave von Schenken und Empfangen expandieren und erlauben, ja? Ihr seht, ich habe unglaublich viel, was ich euch beitragen möchte. Und gleichzeitig merke ich, Wörter sind so begrenzt. What else is possible? Also erlaubt ihr auch aus diesem Video zu empfangen, alles, was jenseits der Worte ist. Was ist hier sonst noch möglich? Und wozu ich dich wirklich einladen möchte, ist, schau dir an, wo verwendest du das Mann? Und vielleicht hast du Lust, bei der Clearing Night dabei zu sein. Ich glaube, ich mache ein oder drei, ich weiß es noch nicht. Ihr werdet es hier erfahren. Oder in meiner Telegram-Gruppe. Das ist immer der sichere Ort für die neuesten Informationen. Tschüssing!